Persona 5, Dancing in Starlight. Und damit hallo und herzlich willkommen. Ich hab's mir wirklich geholt. Willkommen zu Persona 5, Dancing in Starlight. Ich hab's wohl im Angebot gefunden, jetzt in dem PlayStation Store, aber noch woanders. Nein, hör auf. Ich vergesse immer, dass das dann kommt. Und ich wollte es einfach spielen. Ich liebe die Musik von Persona 5. Und scheiß drauf, dachte ich mir, komm. Egal. Nein, hör jetzt auf jetzt. Persona 5, Dancing in Starlight. Und ja. Ich wollte eigentlich erstmal üben. Und dann habe ich gesehen, dass da erstmal was kommt. Und ja, ich muss es noch auf die japanische Stimme umstellen. I woke up and it was pitch black. So I followed the light and ended up here. Did I die in my sleep? No way. This scenery is rather magnificent for Hades. I appreciate the deep blue atmosphere. But look at Mona. Are we in the metaverse again? Hey, you're awake. Morgana? Right? When I opened my eyes, he was all up in my face. Talk about a rude awakening. What was that? Do you want me to knock you back out then? Oh yeah? Come at me, cat! Cut it out, you two. We're all here now. What on earth has happened? I was fast asleep in my room, but when I woke up, I was here. Me too! I passed out playing games online and then poof! Gehen wir wieder schlafen? Beruhigt euch. Right. Let's assess the situation first. I ran a search on our location, but nothing came up. Doesn't seem dangerous, though. Relax, everyone. This room is probably... There you are, inmate! Ah, das sind die anderen zwei wieder. You appear clueless as usual. In reality, you are all asleep. This experience is merely a dream. Huh? A dream? What? Where are those voices coming from? Typically, only those who have signed a contract can enter this place. But just this once, we brought your friends along. You'd better appreciate it, inmate. Hey! Show your damn faces! What a noisy bunch. Your accomplices are lacking in discipline, inmate. Whoa, did you just spawn? It is rather hard to believe you all have been through such profound strife. Where did they... Who are you? And what do you want with us? Wait, Ryuji, those two are... By inmate, they mean you, right? Do you know them, Joker? Sie sind wieder getrennt. Sie haben mich erledigt. Sie haben mir geholfen. That's right. You were a real handful, inmate. Oh, that's right. Are these those twins you were talking about? Oh my god, they're so cute! Oh. Cute! How rude! Nice to meet you. Is that better? They really do look identical. We are getting off track. Caroline, proceed with the introduction. All right, listen up. The reason we've brought you all here is to nurture a certain skill that lies dormant within each of you. Tanzen? Wirklich? You are to train that skill and put it on display for us here. What skill? Perhaps this room may offer a clue. The answer is... Dancing. Dancing? Dancing? Hold on. Listen up, inmate. All of you must practice your dance moves and perform on stage here at Club Velvet. To put it plainly, this is a ball. Dance the long, long night away.
Your duty is to hype up this ball. Party so hard, the burning passion sets your audience aflame. Das ist so plötzlich. Yeah, why do we gotta dance? This is simply a part of your rehabilitation. Polish your skills and put them on display. Wait, wasn't his rehabilitation already finished? Schaut ihr Haar hinten nicht aus, wie wenn ihr Kopf gleich aufbrechen würde? Ich meine, ich verstehe schon, warum das so ist, ne? Das ist, aber das schaut aus, wie wenn ihr Kopf gleich aufbricht und irgendwas rauskommt. Quit whining, just shut up and dance. You can do that, can't you? Oh man, it's awesome when she gets mad. Totally tsundere. It is no use arguing, but I must warn you, I am quite the amateur. You're not even trying to resist. There is no need to worry. This place exists in the realm of dreams. Visualize yourself dancing in your mind. When you do, your body will move accordingly. What the heck? Did you use a cheat code? Consider it a result of our assistance. It'll all make sense when you try it out. It's a bit hard to believe, but I suppose after all that we've been through, I think I'm catching on. You're requesting us to dance, so... Der Wow-Schnellchecker, das haben sie sogar gesagt. We'll treat it like we always did. A request for the Phantom Thieves. Right? Take it as you wish. But it's not like you have a choice in the matter. Hey, we're kind of busy here. Can't you ask someone else? Running away, are you? Guess that skull and crossbones was just for show. What did you say? Damn it! I know you're just taunting me, but I'm still getting pissed! This dancing shit'll be easy. Just you watch. I can't believe you still took the bait. Das ist der Ryuchi, Mann, der ist so. Well, you two did help out our leader, right? Guess it's only fair we take your request. When someone's in need, we can't back away. That is our duty as Phantom Thieves. I suppose I will rise to the challenge. This could be interesting. Me too. I'm a Phantom Thief, so I've got it. Well, they are a bit pushy, but why don't we do it for them? This ball is more like a party, isn't it? As long as we're all on the same page, I guess I don't mind. It's up to you now. Well? It's showtime. It's been a while since I've heard those words. It's settled then. Then the contract has been sealed. We have prepared the necessary surroundings. Let me explain it in layman's terms. First, this blue area will serve as your VIP room. Use it for practice, breaks, or whatever you want, but don't go slacking off. So this isn't the dance hall? The stages you'll be performing upon lie beyond this room. We recreated locales our prisoner is familiar with. You need only speak up when you wish to dance. They were specially made by us. You'd better be excited. Additionally, we have prepared a personal room for each of you. These are designed for your ultimate relaxation, so you will be able to perform at your best. Man, this is legit celeb treatment. Pretty sweet. We'll give you the keys later. Keep yourselves in peak condition. I got a question. How long does this ball last? Sojiro's gonna freak if I disappear for too long. This place exists between mind and matter. The limits of time and space you are accustomed to do not apply here. No matter how much time you spend here, when you wake up, it'll be morning as usual. And all your memories of this place will be erased, so nothing to worry about, right? We're not gonna remember? I guess it is a dream, huh? A fleeting ball where we dance the night away together. This could be a true masterpiece. Sounds like it'll be fun. That's it for now. We went out of our way to put all this together. Now that you've accepted, you'd better do it. You're free to begin by warming up, or perhaps learning the basics. If you're confident in your skills, you may take to the stage right away. Do as you see fit. If you have any questions, we will answer them later. We are here to assist you as needed. Remember, this is part of your rehabilitation. You'd better work hard, inmate. Okay.
Okay, irgendwie ist das ganz cool. A ball, huh? It's a pretty von der Geschichte request, her, auch wenn es natürlich was... Why not? Jetzt, auch wenn es natürlich irgendwie schon strange ist, wenn man das Spiel gespielt hat, aber egal. Ich wollte es einfach spielen. Was? Ein also, warte, haben wir ja. Right? If we're calling ourselves Phantom Thieves, dancing is only natural. It's part of any gentleman's repertoire. Lady On, keep your eyes on me. I'm gonna look cooler than you've ever imagined. Lay off, Cat. Where the hell's that confidence coming from? Well, guess we got no choice either way. Time to hype everyone up with our dancing, yeah? All right, I'll leave the rest to you. Show us the way as always, leader. Hear that, everyone? Don't go falling behind. Follow my lead! Warum denn dir? Are you taking orders or giving them? Scheint, als würde ich mit meinen Freunden auf diesen Ball tanzen. Und dann werde ich es mal probieren. Kostüme halten, Bühnenkostüm für den Ball. Tutorial beginnen. Ach so, das ist dann schon das. Nee, verzieh dich. Das haben wir ja alle schon in der Demo gemacht. Persona 5, die hat unterschiedliche Spielmodi, wie zum Beispiel Tanzabschnitte. Das hatten wir ja, glaube ich, alles. Ne? Social. Sieht dir soziale Events an. Soziale Events ansehen, die zwischen den Charakteren stattfinden. Ich finde schade, dass... Also, klar, die zwei zusammen sind ja... Da gibt's für jeden gibt's 5 Stück, okay. Ich denke mal, für die Folge sollten wir auf jeden Fall mal ein bisschen was machen. Dancing. Unter Dancing führst du Choreografien aus, nachdem du eine Schwierigkeitsstufe und eine Bühne ausgewählt hast. Je weiter du im Spiel vorankommst, umso mehr Bühnen und Funktionen werden freigeschaltet. Und wir schalten gleich mal auf Ease. Uiuiuiui. Ich muss dazu sagen, weil ich es einfach, ich konnte es einfach nicht anders, aber ich musste mir noch dieses... Ich habe mir für... Warte mal, wir geben mal eins zurück. Da gibt's für... Weiß nicht, kostet es doch mal 30 Euro, glaube ich. Gibt's noch für Persona 3 Dancing in the Moonlight, glaube ich. Und Dancing ist es Persona 5 Dancing Starlight oder was weiß ich, wie sie heißen. Gibt's noch wie so einen Season Pass, könnte man fast sagen. Wo dann noch neue Lieder mit dabei sind oder Remixes oder sonst irgendwas. Den gab's ja im PlayStation Store runtergesetzt auf 14 Euro, den habe ich mir einfach geholt, dachte mir, komm, shit happens. Ja, ja klar, Fahrt, Alter, los geht's, Alter, verlieren wir sofort nach 10 Sekunden wahrscheinlich. Boah, man geht von Schwierigkeit 1 auf 2, 4, 7. Gibt's da eigentlich was, was voll hat? Hä, gibt's denn immer eins, was voll ist? Ah ja, stimmt, es gibt ja... Es gibt ja... Let's go. Ren. Haupt-Ren. Ach ja, stimmt, meiner heißt ja eigentlich Ren. Winter-Outfit. No problem. Hä? Right. Ah, so geht's. Unauffällige Frisur. Ja, schaut nur genau gleich aus, aber alles klar. Partner, automatisch, Partnerin. Okay, Benutzer definiert, Spielmodus. Choreografiemodus, sieht den Song im Choreografiemodus an, Wiederholung an. Ah, was wir noch machen wollen. Stimmt, fast vergessen. Ah, ich möchte auch gleich sagen, ich werde je nach Lust und Laune werde ich was bringen, ne? Von Cross-Save. Cross-Save in der Cloud-Speicher mit PlayStation 4, PlayStation Videos. Ah, okay. Config, jetzt hat. Japanische Stimmen. Los. Und automatisch Text scrollen machen wir auch. Stimmen. Wer sollte die ausschalten? Willst du mich verarschen? Nein. Okay. Ah, ich wollte noch was anderes ausschalten. Scheiße. Und zwar dieses. Ich weiß nicht, ob das mich dann durcheinander bringen würde. Stimmen, Tanzstimmen, on.
Gretchen. Hintergründige Kostümerinnerung, Netzwerkfunktion, Notensound. Und zwar, ich möchte tanzen. Notensoundeffekte. Stellt Soundeffekte für Noten ein. Scratch-Soundeffekte 0. Visuell versetzte Noten. Will ich mit Dings scratchen? Ich überlege gerade, aber eigentlich habe ich es jetzt. Weil das ging mir schon bei der Demo so gehörig auf den Sack, Alter. Ich meine, klar, das ist ein Tanzspiel, der ganze Scheiß, und du probierst das ja auch. Und ein bisschen Feedback, das du gedrückt hast. Aber mir ist das so auf den Sack gegangen, dass in der Musik drin ständig diese Tastendinger drin. Boah, jetzt bin ich gespannt, ey. Genau, so meine ich das. Boah. Scheiße! Ich hab's jetzt schon Wobei, irgendwie fehlt's dann, ne? Jetzt bin ich an überlegen, ist es mit besser oder ohne? Könnt ihr ja, falls das überhaupt jemand interessiert, in die Kommentare mal schreiben. Pui. Brilliant. Ja, ich weiß, auf easy bin ich echt brilliant. Scheiße. Ah, ja. Punktebonus für Songschwierigkeit 3000. Haru wurde als deine Partnerin für diesen Song freigeschaltet. Weiter. Muss ich, wenn du verschiedene Bedingungen beim Tanzen erfüllst, werden spezielle Social Events freigeschaltet. Zieh diese Bedingungen im Auswahlbildschirm für Social Events an. Dort gelangst du, indem du Dreiecktaste drückst. Sortieren Schwierigkeit. Aber da muss man echt erstmal reinkommen, ey, das ist schon. Boah. Aber ich muss dazu sagen. Ach so, wir haben nur mit der N was. Und mit denen.
Ich muss dazu sagen, mich hat jetzt das auf easy schon ein bisschen so. Da musste ich echt reinarbeiten, damit du da wirklich mit klarkommst. Aber gut. Wie gesagt, falls ihr die Töne damit dazu hören wollt, wenn ich eine Taste drücke, schreibt es in die Kommentare, falls euch überhaupt interessiert. Und ich muss ehrlich sein, ich habe jetzt schon wieder so Bock, Persona zu spielen. Ich habe mir eigentlich vorgenommen, jetzt erstmal nicht zu spielen auf meinem Kanal. Vor allem, weil ja jetzt halt die King's Edition angekündigt ist, wo ja neue Sachen dazu kommen, ein drittes Schuljahr, weil es ist ja auf zwei Schuljahre aufgeteilt. Dann kommt ein drittes dazu mit neuen Charakteren, ich glaube zwei neue. Und ein Haufen anderes Storyzeug noch. Es kommt halt erst Anfang nächstes Jahr raus, ne? In Japan kommt es im Oktober, bei uns erst Anfang nächstes Jahr. Ich habe irgendwie schon jetzt so Bock drauf. Oh Gott. Einerseits habe ich schon überlegt, mit dem Emulator, PlayStation 2 Emulator, wenn ich das richtig hinbringe, Persona 3 und 4 nachzuholen. Wären halt Englisch. Egal, ich bedanke mich jetzt an der Stelle fürs Zuschauen. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Servus.